Dr. Baraki, ich begrüße Sie ganz herzlich und freue mich, dass Sie uns Fragen zur Lage in Afghanistan beantworten wollen. In der letzten Woche hat ja Präsident Biden die Entscheidung getroffen, einen Teil des Geldes, was bisher eingefroren war in den USA, für Afghanistan freizugeben. Ich glaube, es waren 3,5 Milliarden, aber der Rest des Geldes will er einbehalten und eventuell an die Familien, die die Opfer waren, von dem 9. September freigeben. Was ist Ihre Einschätzung dazu? Wie die Sprecherin der Familien des 9. September, Terry Strada, das genau jetzt in einem Interview gesagt hat, dass Afghanistan eigentlich nichts mit dem 11. September zu tun hat, sondern diese Familien haben ja auch eine Klage gegen Saudi-Arabien, die, soweit ich weiß, noch nicht abgeschlossen ist. Also das bestätigt eigentlich absolut, was Sie sagen. Die ganzen afghanischen Organisationen im Exil sind alle in großer Aufregung deswegen und machen überall Demonstrationen. Was denken Sie, was die Forderung sein soll an die Regierung der USA in Bezug auf dieses Geld? Der deutsche Chef von UNICEF war in der letzten Woche in Kabul und zwei anderen Städten und hat einen ganz schrecklichen Bericht gegeben, dass in Afghanistan im Augenblick 1 Million Kinder unter 5 Jahren in einem Zustand sich befinden, der eigentlich erfordert, dass sie in der Intensivstation in einem Krankenhaus behandelt werden. Nun sind diese Intensivstationen in Afghanistan natürlich nicht vorhanden. Können Sie was dazu sagen? Ja, es betrifft ja nicht nur die USA, sondern die NATO war für 20 Jahre in Afghanistan. Sie haben das Land offensichtlich nicht aufgebaut, sonst wäre nicht der Kollaps so dramatisch gewesen. Als die NATO abgezogen ist, wusste eigentlich jeder, dass 80% des Haushalts durch internationale Hilfsgelder kommen. Und wenn man die abschneidet, stürzt man die Wirtschaft automatisch in eine massive Zusammenbruchskrise. Was ist Ihre Ansicht dazu?
Es gibt jetzt Nachrichten, dass zwei Regionalkonferenzen stattfinden sollen im März, die sich mit dem wirtschaftlichen Aufbau und der humanitären Hilfe beschäftigen wollen. Eines soll in Islamabad stattfinden von den OIC, den Organisationen for Islamic Cooperation, und die zweite soll in Beijing stattfinden mit den Nachbarländern. Was sind die Hoffnungen für diese Konferenzen? Aber das wäre ja in gewisser Weise die Fortsetzung der Politik des britischen Empire, Afghanistan für das sogenannte Great Game geopolitisch zu nutzen, um die Nachbarn, vor allen Dingen natürlich Russland und China, zu destabilisieren oder zu schwächen. Ja, diese Idee einer positiven Lösung ist natürlich das, was das Schiller-Institut auch ja, anstrebt. Wir hatten gerade eine gemeinsame Veranstaltung, eine virtuelle Seminar mit dem Russian International Affairs Council und haben dort also im Grunde für diese Idee geworben, das Hilfsprogramm für Afghanistan mit der Figur von Ibn Sina zu verbinden. Ibn Sina war einer der großen Ärzte in der Geschichte der Menschheit. Und da er jetzt die Bedeutung der Quarantäne besonders entwickelt hat für die Bekämpfung der Seuchen, macht es natürlich
völlig Sinn, zu Zeiten der Pandemie ein Hilfsprogramm für Afghanistan unter seiner Flagge zu formulieren. Was halten Sie von dieser Idee? Ibn Sina war nicht nur ein großer Arzt, der den Kanon der Medizin geschrieben hat, der in Europa bis zum 18. oder sogar 19. Jahrhundert Standardwerk war für die Medizin, sondern er war auch ein großer Philosoph und hat also auch die ganze Philosophie in der islamischen Welt und der europäischen Welt sehr beeinflusst. Albertus Magnus, Nikolaus von Kues, Dante haben sich alle mit Ibn Sina beschäftigt. Also ich denke, dass das ein Grund für die afghanische Bevölkerung und auch die Nachbarländer wären, wieder sich mit Stolz an die große Tradition ihrer eigenen Geschichte zu erinnern und daraus die Hoffnung zu nehmen für eine bessere Zukunft. Also ich bin trotzdem hoffnungsvoll, dass wir es schaffen werden, viele Kräfte zu finden, Afghanistan zu retten. Ich denke, das ist eine Frage, an der sich die Moral der ganzen Menschheit entscheiden wird. Weil wenn wir Afghanistan nicht in so einer Notsituation helfen, dann werden wir uns selbst auch nicht helfen können. Aber kommen wir nochmal zurück auf die humanitäre Krise. David Beasley vom World Food Program hat gewarnt, dass insgesamt 23,4 Millionen Menschen in akuter Gefahr sind. Also können Sie jetzt nochmal vielleicht sagen, wo sich die Leute, die auch humanitär helfen wollen, hinwenden können, wenn sie was spenden wollen? Vielleicht können Sie da sagen, was die Leute tun sollen.
Okay, ich bedanke mich sehr herzlich für Ihre Beantwortung der Fragen und vielleicht werden wir das bald fortsetzen können und hoffentlich können wir das Schicksal Afghanistans in eine bessere Richtung lenken. Haben Sie vielen Dank.